Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich würde heute gerne mal so ein Tagesresümee-Video von gestern drehen. Ihr wisst ja, ich war ein bisschen shoppen gestern und ich war auch bei IKEA und da hätte ich gerne Lust, mal so ein bisschen mit euch mich zu unterhalten. Wie war es? Was hat mir gut gefallen? Ich sitze hier in so einer Parkanlage, weil ich wieder das Einkaufszentrum Farbensinn am Suchen bin. Ihr hattet ja, oder ich habe ja euch gezeigt, dass ich das vorgestern schon gesucht hatte. Und es scheint doch relativ weit weg zu sein. Und dann sind wir hier in Wald und Wiesen gelandet. Guckt mal, hier sind überall Felder. Und genau, dann habe ich mir gedacht, nee, langsam fange ich an zu schwitzen. Und der Wind ist doch noch, oder schon, ganz schön kühl. Da dachte ich mir, nee, das reicht jetzt. Ich setze mich mal hier hin und drehe mein Tagesresümee-Video. Und dann machen wir uns wieder auf den Heimweg. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, wie ihr ja gestern in meinem Vlog gesehen habt, beziehungsweise heute in meinem Vlog gesehen habt, weil das müsste ja heute Abend der letzte Teil um 18 Uhr bei euch angekommen sein und ich würde diesen gern hier um 20 Uhr hochladen, also habt ihr die Teile sicher gesehen. Und da wollte ich mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich hatte ja schon ein Video abgedreht, wo ich erzählt hatte, dass mir ganz spezifisch aufgefallen ist, dass es hier in Deutschland wirklich teurer geworden ist. Und zwar auch nicht zu wenig. Bin in der Hamburger Meile gestern shoppen gewesen und eigentlich hatte ich gedacht, ja, die Preise sind natürlich teurer geworden. Das ist ja klar, das hört man ja auch überall. Aber ich war schon am meisten darüber entsetzt, muss ich sagen. Jetzt guck, da kommt jemand, dass er mir nicht ins Video geht oder sie. War schon ein bisschen erstaunt und auch so ein bisschen geschockt darüber, dass die Preise sich doch in eine Richtung entwickeln, die mir jetzt überall rumschwenken, die mir nicht gefallen. Also es wird schon teilweise extrem teuer. Und was ich ganz besonders doof fand, ist, dass der Euroshop sich verändert hat in seiner Preisgestaltung. Dass es nämlich nicht mehr alles nur 1 Euro kostet, beziehungsweise 1,10 Euro. Als ich weggegangen bin, war alles noch 1,10 Euro. Teilweise waren die Läden noch gar nicht wieder geöffnet. Und ja, also ich habe mich erschrocken, ja. Es ist ja keine einheitliche Preisstruktur mehr in dem 1-Euro-Laden zu sehen. Oder ja, ist ja schon lange, ist ja, heißt er ja nur noch Euroshop. Sondern die haben ja verschiedene Preise. Ich hatte das auch ein bisschen abgefilmt. Die haben ja jetzt 2 Euro, 1,30, 1,50, also ganz verschiedene Preise. Und da, das ist eigentlich so, ja, immer mein Lieblingsladen gewesen hier in Deutschland. Ich habe mich immer gefreut. Es kann ja auch alles 1,50 sein, aber alles ein Preis bitte und nicht 1000 verschiedene Preise. Damit ist doch das Ganze, ja, damit macht mir das keinen Spaß mehr. Das kann ich einfach nur noch mal so sagen. Und ich glaube aber auch, dass 1,50 sich für diese Artikel, die dort verkauft werden, gar nicht mehr so lohnen. Also 1,10 war ich noch bereit und da habe ich ja auch immer schon gesagt, so toll finde ich das alles nicht. Wer findet das schon toll? Aber 1,30 teilweise und 1,50 und 2 Euro, das ist mir zu durcheinander, das ist mir zu wurstelig, immer darauf zu achten, was kostet jetzt wie viel. Und dann am Ende rechnest du dir das aus, aha, du hast 5 Teile und sind dann eben nicht mehr 5,50, sondern sind dann eben, weil es 10 Euro vielleicht jetzt schon. Nee, da habe ich dann, ich konnte mich nicht mehr überwinden, den Handystick zu kaufen, den ich da gesehen habe. Und ich bräuchte eigentlich einen, weil der statt 1,10 jetzt 1,50 kostet einfach mal. Ein ganz stinknormaler Handystick. Okay, das ist immer noch günstig, ja, aber trotzdem irgendwie habe ich da die Lust verloren. Das hat mir richtig wehgetan, das kann man schon gar nicht anders sagen, weil es war mein absoluter Lieblingsshop immer schon, wisst ihr. Ich habe gern dort eingekauft und das hat sich alles verändert. Und was mir ja auch aufgefallen ist, sind, dass auch die anderen Läden alle ziemlich teuer geworden sind. Und ja, es ist einfach nicht mehr, ja, es ist für so ein Schnäppchenjäger, die ich bin, einfach auch, ist es gar nicht mehr so, es bringt keinen Spaß mehr. Aber wem bringt so einen Spaß? Ich glaube, die meisten von uns und euch, ihr werdet das ja sowieso gesehen haben, da ihr ja hier lebt und diese Preis, ui, da ist ein Pferd, das ist eine Pferdekoppel, guck mal, da hinten ist ein Pferd, oh wie süß, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ihr werdet das ja natürlich mitbekommen haben, wie sich das alles verändert, aber ich war eben schon so lange weg und auch
Als ich im Sommer weggefahren bin, habe ich ja auf dem Dorf gelebt und das gar nicht mehr mitbekommen, was sich hier in Hamburg verändert oder überhaupt an den Preisen. Und das ist schon nicht schön. Und als ich das letzte Mal in Hamburger Meile war, da war ich auch im 1-Euro-Laden oder im Shop, im Euro-Shop. Da war alles noch 1,10. Das muss Anfang des Jahres gewesen sein. Ich bin ziemlich sicher, ich war doch da mit Emma noch einkaufen. Ja, aber umso erfreuter war ich dann darüber, als ich, jetzt kommt da ein Hund, der ist aber an der Leine, okay, kein Problem. Umso erfreuter war ich dann eigentlich, als ich entdeckt habe, dass der IKEA-Markt auf jeden Fall noch so günstig war, dass man dort auch noch relativ preisgünstig einkaufen kann, wenn man dann möchte. Ja, also ich habe dort auch wieder Kaffeebecher für 1,30 gesehen zum Beispiel. Das ist ja auf jeden Fall schon mal noch ein Preis, wo man sagt, okay, das kann man dann auch eventuell noch machen. Und es gab auch viele Geschirrsachen zum Beispiel, die nur 1 Euro gekostet haben und insofern auch bezahlbar. Auch Spielsachen habe ich gefunden, wo man sagen kann, okay, das kann man kaufen und da muss man jetzt nicht so auf den Cent achten. Also ich war wirklich freudig überrascht, dass es nicht alles so teuer war oder dass es noch Läden gibt, die noch bezahlbar waren. Auch Woolworth habe ich gesehen, kann man noch kaufen. Auch da habe ich viele Dinge entdeckt, die nicht ganz so sich verteuert haben. Aber na klar, auch dort hat die Preisgestaltung angezogen. Aber es gibt zumindest noch ein paar Läden, wo ich sage, okay, da kann ich ab und zu noch mal hingehen und da bringt das Shoppen dann auch Spaß. Das war wirklich gestern so ein Hammer, ja, wo ich gedacht habe, meine Güte, da habe ich jetzt so gar nicht mit gerechnet. Und das hätte ich jetzt so extrem auch gar nicht vermutet, muss man ganz ehrlich und ganz naiv dann auch mal so feststellen. Ansonsten war das aber ein richtig toller Tag, weil wie gesagt, ich habe eine Menge erlebt. Ich bin ja ganz früh morgens wann sind wir los? Um 10, halb elf mit meinem Sohn ins Büro. Mir war das so ein bisschen langweilig zu Hause. Ich wollte endlich mal weg und ich wollte vor allen Dingen auch mal in die Hamburger Meile. Ich wollte ja auch noch zu unserem Haus gehen. Das habe ich leider nicht mehr geschafft, weil es so wahnsinnig anfing zu regnen und weil ich dann gedacht habe, ich bin gerade gesund und so pitschenass wollen wir nicht werden. Ich wollte den Hund jetzt auch nicht so nass machen, weil es hat wirklich wahnsinnig geregnet, als wir da aus der Hamburger Meile kamen. Und das machen wir ein andermal. Ich hätte noch mal Lust, das Haus soll ja jetzt auch bald abgerissen werden. Die Pläne sind schon in den letzten Stufen. Übrigens hatte ich gestern noch gesagt, dass das ein Boardinghaus werden soll. Das soll wohl nicht mehr so werden. Ich hatte heute Morgen meinen Sohn gefragt. Wie ihr wisst, wir sind ja mit den Besitzern noch befreundet oder sind befreundet. Und das ist ja auch der Grund, warum wir so lange da leben durften überhaupt. Und die Pläne sind jetzt wohl umgewandelt worden in kleine Mini-Wohnungen wohl, die dort entstehen sollen. Finde das Konzept auch besser, weil ich glaube, dass Onboarding-Häuser auch ihr Potenzial verloren haben. Weil es einfach zu teuer wird alles, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas noch so richtig läuft, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde das Konzept jetzt mit kleinen Wohnungen auf jeden Fall besser und bin gespannt, ob wir dort nochmal vorbeigehen können oder ich mit euch, um euch nochmal zu zeigen, wie es denn aussah, wo wir so viele, viele, viele Jahre gelebt haben. Wir haben, glaube ich, über zwei Jahrzehnte dort gewohnt und das fällt mir schon schwer, wenn das abgerissen wird. Und da hätte ich gerne nochmal so eine kleine Erinnerung auf YouTube, weil so ganz habe ich es noch nie gezeigt und das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal mit euch machen. Genau. Und das habe ich aber gestern nicht hinbekommen. Das werde ich vielleicht dann in den nächsten Tagen noch einmal abdrehen. Vielleicht kriegen wir ja auch nochmal den Schlüssel, dann kann ich auch nochmal drinnen gucken, wie es da aussieht. Ich war jetzt sehr, 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 sehr lange nicht mehr da. Ich glaube, ich war fast 2 Jahre nicht mehr drin und das ist natürlich schon eine lange Zeit. Da wollte ich auch gerne mal gucken, wie sieht es drin nochmal aus. Vielleicht alles nochmal abfüllen. Mal schauen. Also, das sind noch so ein paar Dinge, die ich noch gerne machen würde. Haben wir nicht geschafft, war ich ein bisschen traurig drüber. Ich war auch mega kaputt. Und hätten wir das noch gemacht, wäre ich mit Sicherheit auch nicht mehr zu IKEA gefahren, weil dann wäre das auf jeden Fall auch zu spät gewesen. Deswegen hat alles sein Gutes. Ich habe mich gefreut, dass ich da hingekommen bin. Auch IKEA hat sich ja total verändert. Als ich da das letzte Mal war, ich weiß nicht, 2 Jahre oder was ist das her, da war das ganze Konzept noch gar nicht so. Also die haben ja jetzt überall kleine Räume eingerichtet, welches sich auch auf die jetzigen Lebensumstände vieler Menschen eingestellt hat, nämlich kleine Wohnungen und viel
Möbel auch in einem Zimmer unterbringen, also Küche, Flur und Schlafzimmer und so. Also ich war begeistert, ich habe da wirklich ganz viele tolle Ideen gefunden, und wenn ich mal weiß, wo ich hingehöre, ich habe das auch oft zu den Kindern, habe ich es gestern auch gesagt, ich weiß ja gar nicht, wo wohne ich im Moment, wo bleibe ich im Moment, das ist alles bei uns richtig im Umbruch und wieder keiner weiß, wo ich eigentlich so richtig jetzt hingehöre, oder ich weiß es nicht, ich habe so viele zu Hause gerade im Moment. Und ich brauche einfach einen Ort, wo ich weiß, hier bleibe ich jetzt auch mal für eine gewisse Zeit. Und hier wohne ich dann auch so richtig fest mal und pendel nicht immer vom Dorf nach Alanya, von Alanya zu der Wohnung meiner Söhne und dann wieder zurück. Und keine Ahnung, und hast du nicht gesehen. Und wenn ich da weiß, wo ich jetzt mal so richtig hingehöre und wenn wir da mal so einen festen Platz haben, dann bin ich auch richtig motiviert, mal mein Haus, meine Wohnung, was auch immer das dann sein wird, so einzurichten, dass es auch richtig toll aussieht, weil ich habe so viele Ideen. Ich liebe ja Landhausküchen, die haben mir richtig toll gefallen gestern bei IKEA. Ich liebe Landhausküchen, wirklich. Aber sie müssen einen modernen Touch haben, und das würde ich dann gerne mit dieser Kücheninsel integrieren. Also wir haben da so tolle Kücheninseln natürlich. Hatte ich auch am Mühlendamm, da habe ich auch eine. In unserem alten Haus habe ich da ja auch eine Kücheninsel gehabt. Die habt ihr ja gesehen ein paar Mal. Und das werde ich auf jeden Fall integrieren dann in die Pläne, die ich so habe, und würde aber dann auf jeden Fall mir auch Einrichtungsideen holen. Viele sagen, dass sie IKEA nicht mögen. Mochte ich früher auch nicht. Ich fand IKEA wirklich gar nicht so schön, aber also es hat sich so gewandelt. Ich bin wirklich freudig überrascht gewesen. Wenn ihr da lange nicht wart, dann macht das gerne mal. Ich weiß nicht, also es gibt so viele Kritiker. Klar, ich mag diese Regale auch nicht, diese weißen Regale, die da so einfach zusammengeschüttet wurden, aber es gibt wirklich tolle Innenarchitektur, die dort ausgestellt haben, und ich bin wirklich überrascht gewesen. Ja, vor allen Dingen hatte ich ja in meinem Halblauf-Video heute Morgen auch schon erzählt, dass man es schafft, auf kleinstem Raum, ich würde mal sagen, ein Zimmer hat nicht mehr als 30 Quadratmeter, 20 Quadratmeter, und was du da alles toll in eine ganz stinknormale, ein länglich geschnittenes Zimmer mit so wenig Quadratmeter hineinbekommst, ist Wahnsinn, ja. Und dass darauf die Möbel des IKEA-Hauses auch zugeschnitten sind, nämlich ein bisschen schmaler die Betten, ein bisschen schmaler die Tische und die Küche vor allen Dingen auch, aber trotzdem modern oder auch kombiniert mit alt und neu. Also wirklich, ich bin wirklich überrascht gewesen. Habe ich so überhaupt nicht in Erinnerung. Ich habe immer nur diesen weißen, recht einfachen, monotonen Einrichtungsstil von IKEA im Kopf gehabt, und das hat mir noch nie so richtig gefallen. Klar, weiß mag ich ganz gerne, aber mir fehlt immer so der Pep, und auch die Kombi aus alt und neu mit drin, richtig toll umgesetzt teilweise. Und was ich nicht ganz so schön fand, war teilweise die Babyzimmer, wie die eingerichtet waren. Da hätte ich jetzt gedacht, nach dem Ganzen, was ich da vorher gesehen hatte, hätten sie noch ein bisschen mehr Fantasie entwickelt. Aber teilweise waren auch die schön eingerichtet, also die Jugendzimmer und so. Aber auch nicht so viel Auswahl. Wir sind jetzt vielleicht auch in einem kleineren Markt gewesen hier in Hamburg. Ich kenne mich gar nicht aus. Wir haben ja noch einen Altona, glaube ich. Aber eigentlich war das schon der größere hier in Hamburg, wo wir waren. Naja, auch auf jeden Fall schön alles. Und Flurbereich hat mir auch nicht so gefallen, also wie man Flure einrichtet und so. Aber ansonsten, die kommen, wie gesagt, von kleinen Zimmern, dass man da alles Tolles machen kann. Wenn ihr eine kleine Wohnung habt, ein kleines Zimmer, vielleicht eine Einzimmerwohnung auch, das ist Wahnsinn, richtig schön, gibt es da Ideen für. Ja, mein Lieben. Und am Abend bin ich dann halt wirklich richtig kaputt nach Hause. Ich glaube, ich war um 9 oder Viertel nach 9, 9:30 war ich zu Hause, mit meinem Sohn nach Hause gefahren. Und das reicht dann auch. Ich war kaputt, bin ja auch noch nicht ganz gesund wieder. Also, aber heute alles gut. Ich bin richtig frisch wieder drauf. Jetzt fange ich an, aber auch hier zu frieren. Mir wird kalt, deswegen stehe ich mal auf, wandere wieder nach Hause, bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und bis bald. Tschüss!